Das Regierungspräsidium Tübingen und die Steinlachtalgemeinden wollen die Planungen und Verfahren für den Ausbau der B27 zwischen Bodelshausen und Nähren jetzt vorziehen und schnellstmöglich voranbringen. Fokus liege dabei besonders auf der Abstimmung von Zeit- und Aufgabenplänen zur frühzeitigen Umsetzung von Maßnahmen für den Naturschutz. Diese Maßnahmen sollen jetzt, anders als üblich, noch während dem Planfeststellungsverfahren beginnen. Dies sei durch das vor kurzem in Kraft getretene Planungsbeschleunigungsgesetz der Bundesregierung möglich, erklärt der Tübinger Regierungspräsidium-Pressesprecher Dirk Abel.